Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, 360 Grad Sport and Health. In diesem Video geht es um die Nachbesprechung des Alpenbrevets Platin von Johan. Und zwar schauen wir uns heute an, wie wir die Pacing-Strategie entwickelt haben. Ja, auf der rechten Seite hier seht ihr die Strecke mit all den Anstiegen, den verschiedenen Pässen. Und auf der linken Seite seht ihr, wie wir das eben gemacht haben. Start war um 6.20 Uhr und danach habe ich Johan auf sein Oberrohr diese Zeitangaben gemacht. 8.17 Uhr beispielsweise sollte er auf dem Sustenpass sein. Der Sustenpass hat er mit 230 Watt im Schnitt zu fahren und so weiter. Also wir haben da alle Pässe darauf, wir haben die Abfahrten darauf, die Verpflegungsstationen und so wusste Johan immer, ob er gut im Zeitplan ist oder nicht. Und er wusste, wie viel Watt er eben an welchen Anstiegen fahren muss. Weil eben wichtig beim Alpenbrevet Platin gibt es zwei Cut-Off-Zeiten. Die eine, die ist um 11.30 Uhr in Ulrichen und die andere, die ist eben um 13.45 Uhr in Airolo. Gut, wir haben das relativ eng geplant und getaktet, weil eben das Ziel ist, ja nicht einfach nur bis zu diesen Cut-Off-Zeiten oder die Cut-Off-Zeit einzuhalten, sondern das Ziel ist natürlich, die ganze Strecke bewältigen zu können. Und es sind doch über 260 Kilometer und knappe 7000 Höhenmeter, die zu absolvieren sind. Und wenn man da am Anfang schon komplett überpaced, dann wird man das zum Ende nicht schaffen. Und das ist das Problem, was viele haben beim Alpenbrevet Platin. Deshalb haben wir versucht, möglichst nah an die Cut-Off-Zeit zu planen. Das Ziel war von Johan, war es einfach, das zu schaffen, die Tour zu schaffen in der vorgegebenen Zeit. Und so habe ich dann das eben geplant. Und wie konnte ich jetzt da wissen, dass die 230 Watt beispielsweise am Sustenpass ausreichen? Dafür habe ich mir die Hilfe der Software Best Bike Split genommen und das sehen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Ja, so sieht die Homepage aus oder die Software, wenn man eben auf die Homepage geht und man sieht hier den Race Name Alpenbrevet Platin. Man kann eben gerade die GPX-Datei vom Alpenbrevet da hochladen und dann hat man eigentlich schon die ganze Strecke mit all den Anstiegen darauf. Man muss, wenn man sich die Software oder das erste Mal die Software benutzt, muss man sein Gewicht angeben, man muss das Gewicht des Bikes angeben und man muss eben auch das Gewicht angeben, welches man an diesem Tag dabei hat, trägt. Also nicht vergessen, die Flaschen mit einzurechnen, mit dem Wasser und auch das ganze Equipment wie Helm etc. Das muss man hier einrechnen, damit die Software überhaupt eine Chance hat, eine anständige Berechnung durchzuführen. Was auch spannend ist, ist, dass man das Wetter noch einberechnen kann. Ja, ist immer schwierig vorher zu sagen und sicherlich eines der Variablen, die nicht ganz so einfach zu bestimmen sind. Dann sehen wir hier unten den Intensity Factor, den IF, das ist wie viel Prozent von der FDP ich dieses Rennen oder diese Strecke zurücklegen möchte. Und ja, da, so kann man eben ein bisschen spielen mit dann der Dauer der Anstiege und das sehen wir uns jetzt gerade mal an. Also jetzt haben wir 67% der IF, das ist bei Johan 212 Watt. Gut, wenn ihr dann eben das berechnet habt, wir haben das eben mit einer IF von 67 berechnet, sehen wir hier auf der rechten Seite, das Tool sagt uns, die Gesamtzeit ist 12 Stunden. Wir werden eine Durchschnittsgeschwindigkeit haben von 22 km/h bei einem Average Power von 191 oder 192 Watt. Da ist die ganze Strecke enthalten und man sieht auch jetzt oder man sieht eben auch die einzelnen Anstiege hier: Sustenpass, Grimselpass, Nuflenpass, Lukmania und zum Schluss noch der Oberalppass. Und wenn man jetzt hier auf Time geht, dann sieht man das noch ein bisschen deutlicher und man sieht vor allem auch, dass man sehr, sehr viel Zeit an den Anstiegen verbringt. Und wenn ich jetzt das hochzoome, beziehungsweise hier reinzoome, dann sehe ich jetzt eben von Wassen bis zur Passhöhe des Sustenpass ist eben die Angabe 1 Stunde 40 Minuten bei ja, knapp 230 Watt. Und
Wir haben jetzt eben gerechnet, 1 Stunde 40 für den Sustenpass, wie eben das Tool es uns eben vorgibt. Und deshalb muss jetzt Johann 230 Watt im Schnitt für den Sustenpass fahren. Und das haben wir dann natürlich für all die Pässe gemacht. Und deshalb sind wir dann eben auf diese verschiedenen Zeiten gekommen. Wie gut das jetzt das Ganze funktioniert hat, werden wir in einem separaten Video anschauen, wo wir die Zeiten von Yuan auf Strava vergleichen mit den vorgegebenen Zeiten hier. Aber das ist eigentlich einfach das ganze Prinzip. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das schneller, dann brauche ich entweder eine Premium-Version von Best Bike Split, dann kann ich eingeben, wie lange ich für den Anstieg haben möchte. Und dann berechnet er mir das automatisch. Wenn jetzt ihr keine Premium-Version habt, dann könnt ihr das eben über diesen IF machen. Das heißt, ihr geht da zurück und stellt mal hier einen IF. Ich sage jetzt mal, jetzt haben wir 1 Stunde 40. Ich möchte ungefähr 1 Stunde 30 haben. Ich sage mal 72% der IF. Und ich schaue mir das noch einmal an. Und ich schaue mir jetzt noch einmal den Sustenpass an. 1 Stunde 34 bräuchte ich jetzt. Also kurz ein bisschen genauer. Ja, 1 Stunde 33 mit 244 Watt beispielsweise. Und so könnt ihr jetzt ein bisschen rumspielen, bis ihr eben auf eure Target Time oder eben auf eure Zielzeit kommt, die ihr eben erreichen möchtet, und dann steht, was ihr dafür leisten müsst. So einfach ist das Ganze, so habe ich das geplant, die Strategie gemacht, weil es eben ja nur darum geht, die Cut-off-Werte einzuhalten, also nur eine gewisse Zeit einzuhalten, kann man das relativ einfach so planen. Wie eben das Ganze jetzt funktioniert hat, das schauen wir uns im nächsten Video zusammen an. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Robin.